Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Campaign of France. Wir sind zurück hier auf der Map im LS19 und ich habe in der letzten Folge doch noch den kleinen Fan zurückgeholt. Ich konnte ohne ihn nicht. Sorry dafür. Ne, wir haben jetzt unseren kleinen Fan wieder. Die Sehnsucht war einfach zu groß. Es ging nicht. Ja, wir haben jetzt vor, uns um die Wiesen zu kümmern. Beispielsweise. Was wir auch noch machen können, wäre einen Baum zu fällen und Brennholz zu machen. Wäre auch eine Möglichkeit. Könnte man machen, ne? Würde zumindest auch Geld geben, ne? Ja. Müssen gucken. Wir wollen aber auf den Wiesen, die wir jetzt machen wollen, im Prinzip auch die drei, die wir haben, die in unserem Besitz sind, wollen wir Grassilage machen, um nochmal Geld von der BGA ausreichend zu kriegen auf Dauer. Finde ich zumindest nicht verkehrt, wenn wir das schaffen würden. Und dann gucken wir einfach mal, wie es läuft, ne? Dann schauen wir einfach mal, wie es läuft, Leute. Ich bin mal gespannt. Dann können wir auch gucken, wo wir die Bäume pflanzen, ne? Wir haben hier noch ein paar Bäume. Wo sollen wir die pflanzen? Ich habe keine Ahnung. Wir hatten doch mal irgendwie, hatten wir nicht irgendwie sowas gehabt bezüglich Pflanzen? Axt. Zum Spalten von Holz, ja. Hatten wir nicht so eine Pflanze oder sowas gehabt? Hatten wir das? Nee, wir hatten das doch nicht damit gemacht. Wie hatten wir das damals gemacht? Wir hatten das doch per Hand gepflanzt, meine ich. Oder? Okay. Nee, ich wusste jetzt nicht, wie wir es gemacht haben. Ich meine, wir hätten das per Hand gemacht, aber keine Ahnung. Naja, gut. Wir werden wohl gucken, dass wir auf jeden Fall noch die Wiesen fertig machen. Jetzt in der Folge, wir haben noch 11 Minuten Zeit. Und ja, genau. Ich schnapp mir das Mähwerk und werde dementsprechend schauen, dass wir hier ist ein Mähwerk hinten schnappen. Wo steht's? Da hinten, ne? Ja, hinter der Sämaschine da. Okay. Kriegen wir hin. Und werden wir schon packen, ne? Wenn wir schon hinkriegen hier. Dann fangen wir jetzt an zu mähen die Wiesen. Fangen wir mit der hier vorne direkt mal an. Und dann werde ich demnächst mal gucken, wie wir das mit den Bäumen gemacht haben. Hatten wir einen Mod drin? Ich meine, wir hätten irgendwas gemacht per Hand oder so. Bin mir ziemlich sicher.
bin mir ziemlich sicher, Leute, dass wir da irgendwas hatten. So, fangen wir hier mit an, mit der Wiese, ne? Machen wir die Wiese hier kaputt? Nee. Ich dachte, wir machen die Wiese kaputt hier mit dem Fahren heute ist. Ne? Wird aber wenig Sinn machen. Wird aber wenig Sinn machen, ne? Aber egal. Wir kriegen es hin, ne? Ich gucke mich auch mal zwischen den Folgen um, ob wir einen Event mit einem Bandschwader kriegen oder sowas. Wäre vielleicht auch mal ganz nice. Bandschwader wäre vielleicht ganz nice. Ich guck mal, ob wir da was finden, ne? Vielleicht finde ich da was in den Mods, was noch interessanter wäre als Schwader. So einen alten Bandschwader oder so einen alten Schwader eventuell. Mal gucken. Gibt ja einige Mods, ne? Von daher schauen wir mal. Schauen wir mal. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit hier. Ich denke mal, die Wiese werden wir auf jeden Fall noch fertig schaffen, ne? Gehe ich mal ganz stark von aus. Weil so groß ist die ja nun auch wieder nicht. Die Wiese. Dann muss ich mal gucken, wie wir es mit Bäumen gemacht haben, wie wir die gepflanzt haben. Ich weiß es gerade nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich meine zu wissen, dass wir die irgendwie per Hand eingepflanzt hatten, aber sicher bin ich mir da nicht. Ne? Sicher bin ich mir da nicht, Leute. So, okay. Machen wir hier weiter. Dann können wir hier die Wiese fertig machen, soweit. Bin mal gespannt, wie viel dabei rumkommt, ne? Weil Heu haben wir aktuell noch genug für die Tiere. Das heißt, wir brauchen aktuell kein Heu mehr und wir bräuchten demnächst auf jeden Fall wieder Körnermais. Mhm. Müssen wir auch mal wieder auffüllen. Das heißt, den nächsten Mais, den wir machen, werden wir wohl als Körnermais machen. Ernten dementsprechend und nicht als, ne? Mais-Silage. Kriegen wir aber hin. Wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran, Leute. Sehr schön. Ja, ich bin mal gespannt, wie viel dabei rumkommt, ne? Ich denke mal, 2-3 Ballen, mehr werden das nicht werden. Wir müssen dann noch dementsprechend eine Wickelmaschine kriegen, ne? Oder uns die Wickelmaschine wiederholen. Dann können wir zwischendurch auch gerne mal so eine so Silage-Mission machen. Wäre auch eine Möglichkeit. Gibt auch ein bisschen Geld. Zwar nicht viel, aber ein bisschen. Hm. So, Leute. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Klappt doch hervorragend. Zeitlich kriegen wir gut was hin. Die Fläche wird kleiner. Wir machen direkt aber alle Wiesen in einem, ne? Also direkt komplett alle 3 Wiesen mähen, schwaden, dementsprechend dann pressen und wickeln, ne? Werden wir alles in einem machen. Also nicht erst eine Wiese nach der anderen, sondern wirklich direkt alles in einem. Macht hier sonst keinen Sinn großartig, ne? Deswegen.
Da wollen wir dann dementsprechend auf jeden Fall schon dranbleiben, denke ich mal. So, okay. Sehr schön. Läuft doch gut. Läuft extrem gut, Leute. Kommt auch schon was zusammen, ne? Ich bin immer wieder verwundert, wie viel doch eigentlich da zusammenkommt, ne? Schon heftig. Ist schon richtig heftig, ne? Wahnsinn. So, Leute, ja. Vor allem, ganz ehrlich, wenn ich jetzt gerade so die Bilder hier vom Hof sehe, ne? Eigentlich ein relativ kleiner Hof, alter Hof, ne? Da muss ich direkt an was denken, aber egal, das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. Gut, Leute. Wir machen heute ein bisschen früher Schluss. Ein, zwei Minuten. Hab noch was zu tun. Ist mir gerade was dazwischen gekommen. Ich werde aber dementsprechend gucken, dass wir in der nächsten Folge dann vielleicht etwas länger wieder machen, dementsprechend. Denn morgen früh gibt es sowieso zwei Folgen. Also nicht morgen früh gibt es zwei Folgen, aber morgen gibt es zwei Folgen. Morgen früh eine. Einmal um 7 Uhr und eine Folge um 20 Uhr. Ne? Also zwei Folgen am Start morgen wieder. Freut euch drauf. Es wird hier auf der Campana Franks definitiv weitergehen, so wie ihr seht. Ne? Und ich danke euch auf jeden Fall hier fürs Zuschauen an dieser Stelle. Wir sehen uns morgen wieder, morgen früh. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Servus und tschüss.